Heute möchte ich gerne die Starlight Essenzen von Level 3 vorstellen. Das sind 21 Essenzen, die göttliche Qualitäten in sich tragen und 10 Starlight Essenzen von den 10 weißen Göttinnen. Dahinter verbirgt sich, dass wir als Wesen von unserem Ursprung ja auch alle göttlich sind. Das heißt, wir kommen aus unserem eigenen Himmel. Wir haben göttliche Qualitäten, die wir als Seele haben, die wir mit uns in diese Inkarnation bringen. Manche davon sind stärker ausgeprägt als andere. Das heißt, wir leben diese Qualitäten schon, die zeigen sich an bestimmten Aspekten, wie wir unser Leben führen. Es gibt aber auch Qualitäten, die sind uns als Wesen zu eigen, aber die haben wir noch gar nicht richtig ausgepackt in uns. Das ist also aus dem goldenen Sternlicht, das steht also in direkter Bezug zu der himmlischen Energie. Und diese Qualitäten sind sowas wie das göttliche Feuer, der göttliche Frieden, die göttliche Liebe, das göttliche Gleichgewicht und so weiter. Das heißt, wenn wir unsere eigenen Aufgaben haben, wenn wir unsere Ziele haben, wenn wir Projekte haben, wo wir uns verwirklichen wollen, dann nutzen wir natürlich diese göttlichen Qualitäten auch, um das zu manifestieren. Und manchmal braucht es dafür eine Stärkung von einer Qualität, die wir schon in uns tragen. Manchmal braucht es aber auch, dass wir in Kontakt kommen mit etwas, wo wir noch gar nicht mit in Berührung getreten sind. Und manchmal geht es sogar noch weiter, dass das Anteile sind, die zu den Potenzialen gehören, die sind noch nicht mit in unser inkarniertes Sein gekommen zum Zeitpunkt unserer Geburt. Die sind aber schon sozusagen in Reichweite. Das heißt, vom Himmel kommt diese Unterstützung schon zu uns und es braucht praktisch nur eine Verbindung, ein Link, der hergestellt wird zwischen diesen eigenen göttlichen Qualitäten, die wir im Himmel haben und da kennen und ganz selbstverständlich als Seinsqualität leben, dass die auch in unser Alltagsleben hier mit hineinkommen. Und dazu werden diese 21 Essenzen mit den göttlichen Qualitäten eingesetzt, diese Verbindung direkt herzustellen und auch einen gemeinsamen Fluss von dem, was schon da ist und was noch fehlt, sodass letztendlich dieses Ziel, die eigene Entwicklung zu vervollständigen, als Wesen ganz und vollständig zu sein und auch alles zum Abschluss bringen zu können, was vielleicht noch auf dem eigenen Weg offen ist. Gleichzeitig ist ganz viel Unterstützung aus unserem eigenen Himmel, aus unserer Seelenheimat, aus unserer Lichtfamilie immer für uns da. Durch das Inkarniertsein auf der Erde ist uns das aber nicht immer bewusst. Das heißt, es scheint so, dass wir getrennt sind von dem. Das ist eine der größten Illusionen, denen wir sozusagen unterliegen. Und wenn wir mit diesen Essenzen der göttlichen Qualitäten arbeiten, wird diese Unterstützung und auch dieses Eingebettetsein und diese Fülle vom eigenen Licht aus dem Himmel dabei zu haben, erfahrbar. Ja, das ist nochmal anders, als wenn uns einer sagt, ah ja, da ist jetzt ja, ne, das Wesen aus deiner Lichtfamilie und unterstützt dich ja dabei und du brauchst ja nur zu beten, dich zu öffnen. Ja, und manchmal reicht das aber nicht. Ja, das heißt, diese gelebte Qualität davon, die wird dann stärker, wenn sie wirklich erfahrbar ist und wenn auch die Resonanz dazu im eigenen Energiesystem aufgeht. Und die Arbeit mit diesen 21 göttlichen Qualitäten von den Essenzen, die ist halt ganz wunderschön, weil ne, zu einem Thema, was jemand hat, wo er diese Unterstützung braucht, wählt der Klient 3 Essenzen aus und die erste ist dafür da, diese schon vorhandene Qualität zu stärken, mehr zu entfalten. Die zweite holt das hinein, was dann noch zu fehlt und die dritte ist immer ein Geschenk, was aus dem Himmel für einen bereit liegt. Und das ist eine wunderschöne Unterstützung und das kommt direkt aus dem goldenen Licht und schwingt sich ganz harmonisch und leicht in das eigene Energiesystem hinein. Das heißt, es macht ganz andere Heilung, anderes Erwachen, die eigene Größe wahrnehmen können, sich selber zu transformieren und so weiter möglich.
Das Gleiche gilt natürlich auch für die Erde. Das heißt, mit den Essenzen lässt sich auch wunderbar Erdheilung machen und Feng Shui. Und die 10 anderen Essenzen, die 10 Essenzen von den weißen Göttinnen, die stehen halt in direkter Verbindung zur göttlichen Mutter, die halt verschiedenste Ausdrucksformen hat, sehr, sehr viele verschiedene Ausdrucksformen. Und es gibt eben 10 weiße Göttinnen als Aspekte der göttlichen Mutter, die zu bestimmten Strahlenebenen auch gehören. Und die sind als Geschenk der göttlichen Mutter im Starlight-Essenzen-System mit dabei. Das heißt, die bringen Unterstützung für Heilung, für Transformation. Die unterstützen besonders natürlich die Shakti-Energie. Die gibt es alle auch als Shakti-Sprays, diese Essenzen, weil die alle verschiedenste Aspekte der reinen Shakti verkörpern. Ja, die bringen also Heilung in ganz viele Bereiche hinein und lassen diese unendliche Liebe und Unterstützung der göttlichen Mutter auch direkt erfahrbar werden. Das ist also ganz, ganz schön, was da an Heilungsritualen mit diesen 10 Essenzen möglich ist. Und die sind sozusagen ja in der dritten Stufe der Starlight-Essenzen-Therapieausbildung Bestandteil von. Und mit denen lässt sich aber auch ganz wunderbar die Energiepräsenz in Räumen, also das Raumklima, das Feng Shui nochmal verändern, wo klar wird, aha, da braucht es diese göttliche Liebe, da braucht es göttlichen Frieden. Das bringt also eine Sofortharmonisierung und wo das sozusagen ein nährendes, stärkendes Umfeld bereitstellt. Das heißt, die Starlight-Essenzen-Berater lernen, diese Essenzen auch für diesen Zweck einzusetzen. Und auch da gibt es Kraftplätze, die in Kombination mit Blüten aufgebaut werden, draußen im Garten, in der Natur. Und das zieht halt automatisch diese göttlichen Qualitäten an. Ja, das ist also nicht nur für die Menschen, sondern das ist auch für die Erde und für die Wesen. Ne? Das ist so, das göttliche Licht vom Himmel ist direkt auf der Erde da. Das heißt, diese Einheit von Himmel und Erde wird dadurch nicht nur unterstützt, sondern auch erfahrbar gemacht. Und das ist so wunderschön, weil es hilft dabei, in dieser eigenen göttlichen Präsenz ganz selbstverständlich anzukommen und im Fluss zu sein und das auch zu teilen, so wie es einem als Wesen entspricht. Es macht neue Formen des Lebens miteinander ganz leicht möglich. Es bringt die Unterstützung in die Themen, weil alles, was zu uns als Wesen gehört, von unserer eigenen Göttlichkeit her, hat natürlich genau die Frequenzen, die wir brauchen. Ja, das heißt, wir brauchen manchmal was, was direkt aus dem Himmel kommt. Wir brauchen dann gerade mal nicht, was uns vielleicht andere Schöpfungsebenen zur Verfügung stellen, wie die Kristalle oder die Pflanzen mit ihren ganzen Heilinformationen. Manchmal braucht es eben was direkt aus dem Himmel, von unserer Heimat da. Und das lässt sich über diese 21 göttlichen Qualitäten in den Starlight-Essenzen direkt reingeben. Es macht also ganz neue Formen der Begleitung von Menschen, der Therapie und so weiter möglich. Ja, das ist das, was ich zu Level 3 der Starlight Essenzen erzählen wollte. Das sind die 21 Essenzen von den göttlichen Qualitäten. Und das sind die 10 Essenzen von den weißen Göttinnen.